Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatudo, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, ich habe meinen ersten 3-Stern als RH10 mal hingelegt. Ich war auch richtig, was heißt stolz, ich war eigentlich glücklich, dass es mal gelungen ist. Es war zwar jetzt nicht so eine super starke RH10-Base, aber es war eine RH10-Base und ich bin froh, dass ich das mal geschafft habe. Aber wir gehen mal rein. Wir haben... Das passiert mir hier jedes Mal, dass ich natürlich da reingehen muss und dann ins Warlock. Und dann sehen wir schon, es wird wieder grüner. Wir haben 65 zu 56 gewonnen. Anhand des Lots sieht man eigentlich, dass ich nur einen Angriff gut gemacht habe, denn den zweiten habe ich kläglich verkackt an einem Rathaus 11er, aber ist nicht so schlimm. Das wollte ich einfach nur mal abtesten und wir machen hier keinen Lot im Clankrieg, also kann man da ruhig mal was riskieren, zumal es relativ weit zum Ende war. Aber ihr seht hier selber 15 3 Sterne. Das war schon ziemlich deutlich. Das lag aber nicht jetzt unbedingt daran, dass wir im oberen Bereich gut verteidigt haben. Im oberen Bereich waren die, waren die Chinesen relativ gut, muss man sagen. Ihr seht das hier. Wer meine Folgen schon etwas länger kennt, die CK-Folgen, kennt mittlerweile, glaube ich, auch schon hier so den einen oder anderen Char. Also Hocke hat 3 kassiert, Zwosch 3. Ich habe 3 kassiert von einem Maxed Out RH11, also wirklich mit 45er Heldenpärchen, 20er Warden und einen Laloon. Da kannst du dich nicht gegen wehren als RH10. Das ist einfach so. Der WW8 hat 3 kassiert, also im oberen Bereich haben wir gut kassiert, Avatar sowieso. Und nur im unteren Bereich, da waren die Kollegen nicht so gut, da haben die geschwächelt, also der RH9 Bereich bei denen war nicht sehr effektiv und das hat letztendlich den Gewinn ausgemacht. Wir haben hier noch ganz gute Sterne geholt, in der Regel waren es 2 Sterne, 3 Sterne Angriff waren auch bei RH10 nicht so häufig dabei, aber wir können uns trotzdem den einen oder anderen Angriff hier anschauen. Das ist RH11 auf RH10, das ist der Hitman. Ich glaube, das war einer der letzten Angriffe, denn auf 2 10er-Bases hier fehlten der letzte Stern. Und ich muss sagen, ich habe ja selber auch einen 11er angegriffen. Das hatte aber einfach den Hintergrund, dass die 11er-Base erst einen Stern hatte und ich einfach für mich jetzt einen Stern oder 2 Sterne als möglicher hielt, als 3 Sterne bei einer doch sehr starken RH10-Base, wie es diese eigentlich schon für mich ist. Und so hat der Hitman hier am Ende oder relativ weit am Ende des CKs diese Base hier gemacht mit typischer Bowler, Hexen und Valkyren-Kombi. Ist auch, soweit ich das sehe, ja, 40, 35 ist der Hitman, also auch dort werden die Helden bald maxed out sein, was den RH11-Account hier angeht und er kommt hier also gut mit dem Funnel rein. Ich sehe da ein Single Inferno. Ich glaube, die haben mich hier so ein bisschen abgeschreckt und auch die Queen in der Mitte, diese Base hier mit irgendetwas anzugreifen. Letztendlich bis auf den Warden. Und ja gut, er hat natürlich schon 3er Bowler, hat 3er Hexen. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Und hat natürlich den Warden, der allerdings jetzt auch schon nicht mehr lebt. Aber die Queen geht jetzt noch gut durch. Und die Masse der Truppen sind natürlich super für die beiden Single Infernos hier. Und unten geht noch der King zusätzlich durch, prügelt sich da jetzt durch eine Mauer, kriegt jetzt aber auch Beschuss. Die Kanone dahinter ist jetzt erst weg. Ja, gut, da hat er sich nochmal gerettet, der King. Und dann machen es hier, also man hat hier ich sehe immer mehr in den Angriffen, dass Hexen echt zum Problem werden können, wenn die gut gesetzt werden und gut vor Bowlern oder vor anderen Truppen tanken. Denn die Def kommt da einfach nicht mehr hinterher, vor allen Dingen, wenn man jetzt nur noch so punktuale Def hat wie diese hier. Da machen die Hexen Skelette nach ohne Ende und es werden nur die Skelette gemacht und nicht die Hexen. Also die können hier solche Spiele denn auch mal ganz schnell für sich entscheiden. Aber ich finde, das war hier ein guter 3-Stern, auch wenn das RH11 auf RH10 ist, absolut super bei uns.
Und der Gegner hat es ja nicht anders gemacht, siehe meine Base. Also das war schon ein ziemlicher Overkill, der Laloon. Ich habe mir den auch erst später angeguckt. Und ich fand das jetzt nicht schlimm. Das ist für mich auch in Ordnung, wenn man mich 3 sternt, wenn es ein guter Angriff ist. Und zudem noch ein Maxed Out Elver. Dann habe ich einen Elver immerhin auf mich gezogen. Und der dann keinen Angriff oder weniger Angriffe nach oben hat zu unseren Elvern. Also waren das hier schon mal gute 3 Sterne. Und ja, ihr seht selber 100%. Den gucken wir uns natürlich auch an. Ist ja mal ganz was Seltenes. Also das dürft ihr euch merken hier, dass ich den ein RH 10 mal gedreisternt habe. Wie gesagt, das ist echt selten. Und habe mir aber tatsächlich was dabei gedacht bei dieser Base hier. Denn ich wollte hier genauso eigentlich funneln und mit einem Sprung hier in die Base kommen. Mal wieder ohne Mauerbrecher. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, dass ich es überhaupt nicht gewohnt bin, ohne Mauerbrecher anzugreifen. Und aber auch hier so langsam finde ich Gefallen daran, einfach nur in den CKs einen Sprung mitzunehmen. Vielleicht bietet sich auch irgendwann wieder Mauerbrecher an, klar. Aber Friese hier den hinteren Inferno, es ist, ich sage mal, nur ein Level 1 Inferno, aber der macht auch böse Aua. Und so ganz die Hauruck-Technik war das hier jetzt nicht. Aber die Truppen gehen jetzt noch gut durch. Unten die ganzen Bowler noch stark in Heilung. Oben noch die Queen. Ist jetzt noch voll. Jetzt muss ich die gleich aber zünden, weil der Inferno natürlich nicht mehr von ihr loslässt. Und so macht die jetzt erstmal die paar Skellys da in der Luft. Schafft jetzt den Inferno noch, jawohl. Und dann Bogenschützenturm. Und jetzt noch unter Heilung, was natürlich auch super ist. Jetzt tankt die zwar, aber das ist eigentlich auch ganz gut dann für die Bowler. Die jetzt aber, so wie ich das sehe, jetzt werden die Bowler schon wieder geheilt. Aber der Minenwerfer macht jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden. Und jetzt habe ich noch etliches an Bowlern hier am Leben. Und so waren das hier auch mal von mir. 3 Sterne auf eine RH10 Base. Ja, ich war wirklich gut zufrieden, muss ich sagen. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und ja, wie gesagt, es kommt nicht alle Tage vor. Gute Sache hat sich, jetzt hat sich mal gelohnt, dass ich auch mal ein bisschen was gelevelt habe und auch die Queen so hoch habe. Also, wie gesagt, das kommt nicht so oft vor und deswegen ist das eher selten. Ja, diese Base sollte eigentlich erst ein RH10 machen, aber wir haben dann doch gedacht, das macht dann doch lieber ein RH11. Die ist sehr weitläufig und alle Lars stehen ganz weit außen, die X-Bogen alle auf Boden. Und die hat dann der Hocke hier gemacht in der für ein Rathaus Elver typischen Kombi mit Helden, Warden und ein paar Bowlern im Gepäck, sozusagen als Kill-Squad. Er schafft hier unten auch eine La, die haben natürlich auch schon bei Heal Points. Und macht hier jetzt noch das ein oder andere Dev-Gebäude, was dann die Loons nicht mehr machen müssen, weil die fliegen halt die Dev-Gebäude ab. Und wenn dann noch eins so richtig blöde stehen bleibt, wo plötzlich alle Loons hingehen und kriegen die ganze Zeit von irgendwas Beschuss. Das ist natürlich doof. Hier stehen jetzt auch noch beide Infernos. Das macht aber nichts. Er kommt jetzt schon mit den Hunden hier rein und schickt einfach die Masse Ballons hier über Eck. Ein bisschen hat er jetzt noch gegen den einen Feger zu kämpfen, gegen den, der da oben steht, sicherlich nicht. Aber räumt hier so natürlich super die Base hier ab. In der Mitte steht ja gar nichts. Ja, also ich hatte eigentlich erst gedacht, dass wenigstens in der Mitte irgendwo die Teslas stehen, aber jetzt kommen die kleinen Flugfallen raus. Ist aber alles nicht so tragisch gewesen. Hinten tanken jetzt 2 Lava-Hunde, die eine Luftabwehr ist natürlich auch top. Immer noch nicht geplatzt, der eine Lava-Hund. Und es wäre ja natürlich noch schön, wenn der auch noch aufgehen würde. Hat noch am Ende sogar ganz komfortabel hier einen Freeze über. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man dann an der Stelle nicht auch mal einen Klonzauber nimmt, aber der nimmt natürlich auch nochmal 2 Platz mehr ein und ich denke mal, dann muss man schon wirklich ein recht geübter Angreifer sein, um hier mit dem Klonzauber zu arbeiten. Ja gut, der letzte Lava-Hund ist nicht mehr aufgegangen. Jetzt hat er aber noch reichlich Clean-Up hier in der Base und die Loons machen jetzt, denke ich mal, mit einem Schlag hier das Rathaus. Ja, das war's. Ah, ich sehe gerade 2 Mauerbrecher machen noch die Mauern hier weg. Jawohl. Auch nicht schlecht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das zu dieser Errungenschaft zählt, wie viele Mauern man macht, ob das zählt hier. Die Mauern, die man hier auch noch zusätzlich in den Clankriegen macht.
Da habe ich im Moment gar keine Ahnung. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit den 3 Sternern. Aber es waren gute 2 Sterne hier. RH10 auf RH11. Das ist eigentlich die Base, die wir ein paar Mal mehr angegangen haben. So ein ganz frischer RH11. Und die Base auch gar nicht mal jetzt so gut. Das sieht man, das ist noch eine 10er, wo einfach so erstmal alles rangeflanscht wurde, so ein bisschen. Und trotzdem, also ich habe mich hier extrem schwer getan. Lag aber auch daran, ich war noch unterwegs und musste meinen Angriff am Handy machen und das war echt ein Krampf. Also dicke Finger und kleines Handy und ich wollte meine Truppen auch alle am Rand setzen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die kamen nicht raus und dann habe ich das nicht getroffen und habe dann natürlich nicht so die Masse meiner Truppen hier im Feld gehabt. Also es war wirklich scheiße. Ich hätte es eigentlich hätte ich aufhören sollen, so nach dem ersten 5-6 Tippen und da kommt nichts. Das war wirklich blöde. Aber Marcel macht das hier ganz gut. Kommt hier jetzt gut in die Base. Allerdings die Clanburg vom Gegner stand in dieser Base auch extrem tief, wenn man von dieser Seite kam. Es hat irgendwie gelockt, von der Seite reinzukommen. Ich glaube, keiner hat mal eine andere Seite benutzt. Und deswegen war es hier schwer, prozentual was zu holen. Denn 1 Stern hat die Base hier öfter kassiert. Aber den 2. Stern halt, ja, leider nicht. Und er hat jetzt noch 2 Clean-Up-Bogies da hinten. Und hier rechts den Lucky und 47%. Also das war schon eine knappe Kiste. Aber er zippt, glaube ich, jetzt ins 48%. Jetzt kriegt allerdings, weiß es gar nicht, das eine Lager zählt ja auch nur 1%. Und die beiden Bogies, soweit ich den Angriff gesehen habe, ich habe den live gesehen, setzt er gleich hier unten an das Lager, das müsste eigentlich gepasst haben, denn der Lucky schafft das da hinten. Der Lucky schafft das Lager, 49%, und dann kommt da unten der eine Bogi, beziehungsweise die beiden Bogis, die machen jetzt noch eben den Rest und dann sind das hier. Jawohl, 2. Stern, wunderbar, super rausgeholt und auch relativ zum Ende des CKs, also wenn man dann als Gegner immer noch mitbekommt, Mann, da holen die noch einen Stern und holen die noch einen Stern. Ja, ist natürlich super. Also auch das ist hier gut gelaufen an der Stelle. Und auch hier im oberen Bereich haben wir nicht ganz so viel anbrennen lassen. Das heißt ja immer recht souveräne Sterne. Jetzt muss ich allerdings mal ein bisschen vorspulen, sonst quatsche ich hier wieder 30 Minuten über 8 Kämpfe. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber wir sehen so einfach ein bisschen mehr und gucken hier den Norman mal auf die Finger gegen Nummer 7. Typische RH11 Ringbase. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die noch so stark in sind, die Ringbases, weil sie ja doch recht schnell dann zu knacken waren. Und viele sind dann von diesen Ringbases wieder weggegangen. Denn ja, es sind natürlich immer in etwa die gleichen Taktiken, die diese Bases hier dann oder wie diese Bases hier dann geschafft werden. Und deswegen ist so ein 2 Stern, guckt euch mal die Massen an, die immer noch da im Feld sind, und jetzt sind es 59%. Also das hätten auch unter Umständen, wenn das noch ein bisschen anders gelaufen wäre, hätten das auch 3 werden können. Ja, da ist jetzt noch 73%, jetzt werden noch mal ein paar Prozente geholt. Und jetzt kriegt es allerdings auch der Warden noch immer noch vom Inferno, ja, 81%, also 19% nur noch fehl. Super. Ja, auch das noch hohe Prozente auch noch geholt hier in dem CK. Und wir haben hier den Max, unseren ersten in diesem CK, auf die Nummer 5. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist auch eine komische Base hier. Da muss ich mal gucken, wie der Max hier eigentlich vorgegangen ist. Ah, hier oben hat er die Clanburg gelockt. Ja, auch im RH11-Bereich durchaus noch üblich, dass man die Clanburg lockt. Denn da ist so ein Gemisch drin. Ich sehe eine Hexe, ich sehe einen Babydrachen, also eine böse Walküre. Und noch so 2 ganz lange, langsame Loons und eine Hexe auch noch drin. Wir haben ja schon mal in einem meiner Videos gesehen, dass genau diese Hexen so richtig widerlich sein können, weil man an sie nicht rankommt wegen den Skeletten. Aber der Max macht das hier ganz souverän, giftet die Hexen. Ah, aber doch noch nicht ganz weg. Jetzt kommt die aber nicht mehr so schnell nach. Und ja, jetzt war die Hexe dran, die Pascalis noch. Okay, da hat er sich richtig schön viel Zeit damit gelassen.
da auch noch nicht die Queen oder so zu zünden. Und kommt jetzt, denke mal, hinten an dem Bogenschützenturm dann mit den restlichen Truppen, um hier den Funnel weiter klar zu machen. Ja, Queen immer noch nicht gezündet, geht immer noch super durch. Ein Level hat der Max auch nur noch an seinem King. Dann hat er auch keine Ausrede mehr. Ja, außer er hat zu viel zu tun oder ist im Urlaub oder hat keine Lust. Aber ansonsten ist dann auch der Max bei uns maxed out. Und das ist natürlich stark. Also da kann man auch so ein kleines bisschen stolz drauf sein, dass man hier in einem Spiel etwas erreicht hat, was man natürlich erreicht, wie auch immer. Aber man muss ein bisschen am Ball bleiben, man darf den Mut nicht verlieren, muss immer weiter farmen. Also das Farmen ist eine ganz krasse Geschichte hier. So, jetzt werden hier unten noch die Hexen geheilt, das ist auch mal wieder nett. Aber die kriegen natürlich jetzt Flächenschaden von dem doch sehr starken Minenwerfer hier. Und irgendwann kann es nicht mehr nachgeheilt werden, aber hier war die Zeit, glaube ich, um. Und 68% fand ich absolut in Ordnung. Max war nicht so zufrieden, aber ich glaube, die Sachen passten ganz gut. Und wir schauen uns als letzten Kampf hier den Daywalker einmal an. Ah, das ist auch eine schöne Maxed Out Base. Also das sieht hier wirklich klasse aus mit den vier Magiertürmen und diesem hellen Mauern und dem hell oder den weiß-roten Rathaus da. Das ist schon schick. Ja, also Clash of Clans hat auch durchaus was Schickes. Viele nölen ja immer über so ein bisschen das Design so, dass man noch ein bisschen mehr 3D-Modeling hier mit reinbringen könnte in die Truppen. Aber ich finde eigentlich passt das auch, was die Animationen und so angeht. Ich denke mal, dass mehr auch immer mehr den Handys abverlangt und irgendwann, ich glaube im iOS-Bereich ist es schon so, da läuft Clash of Clans schon nicht mehr mit allen iOS-Versionen und im Android-Bereich, ich glaube mit einer 4.2 oder 4.0, weiß ich gar nicht, läuft es glaube ich auch schon nicht mehr. Ja, das sind dann etwas ältere Handys, die dort benutzt werden und ich finde das eigentlich so gut, wie es ist, schön animiert hier, immer noch schön anzugucken und ja, war ein schöner CK, 65, 56. Ich denke mal, wir haben gestern RH9 Angriffe gesehen, heute 10er und 11er. Das passt auch von den Folgen her. Und ich sehe ein Ausrufezeichen. Wir haben natürlich schon wieder gesucht, diesmal etwas kleiner. Level 12 gegen Level 9. Wo kommen die Kollegen her? Oh, wir haben es mit einem Clan aus dem Iran zu tun, okay. Das sind eigentlich gute, stabile Clans, muss ich sagen. Bisher haben wir uns gut gegen solche Clans geschlagen, aber sie haben uns auch schon mal gut geschlagen und ich bin diesmal nur mit einem Account dabei. Ich habe alle anderen Accounts von mir rausgelassen. Das lag einfach daran, dass wir eigentlich nur einer zu viel waren, also über 25 und wir aber einen oder zwei Spieler rauslassen wollten aus dem CK und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich meine gesamten Chars rausnehme, außer den Account hier. Ich habe die nächsten Tage auch nicht wirklich Zeit, mit so viel Accounts hier CKs zu spielen und so bin ich mit Thorsten dabei. Wir machen mal den direkten Vergleich. Wir haben hier 6, 7, 8, 9, 11er. Okay, wir haben auch 8. Okay, wir haben 8 und wir haben den Sir Amelot als quasi 11er. Nein, natürlich nicht, aber wir machen mal den direkten Vergleich hier weiter. Das ist komisch, ne? Es ist echt komisch, seitdem wir die 8er nicht mehr mitnehmen, kriegen wir hier unten immer 8er als Gegner. Wenn wir es umgekehrt machen, wenn wir 8er bei uns mitnehmen, haben wir hier unten immer 9er als Gegner. Also das ist ganz, ganz komisch. Und wieder ohne 9er gestartet. Das heißt also hier unten leichter Vorteil, aber unten werden die Kriege, na, ich will jetzt gar nicht mal mehr sagen, unten werden die Kriege nicht entschieden. Der letzte ist unten entschieden worden, weil die 9er einfach nicht gedreiert wurden. Und das sieht ganz gut aus. Ich gucke mir mal jetzt mein Gegenüber an. Das ist ja immer so ein bisschen so der direkte Vergleich. Wie sieht der 10er hier aus? Sieht auch gut aus. Hat auch gute Truppen. 35er Queen, 25er King. Ja. Bola, alles am Start. Ja, sieht gut aus. Add Friend wollte ich jetzt nicht klicken. Ist auch eine starke Base. Ist etwas stärker, glaube ich, so wie ich das sehe, als meine. Hat hier schon die Kanonen auch auf 13. Die habe ich ja noch lange nicht. Und das sieht gut aus. Aber mal sehen, taktisch mäßig, ob wir uns da
ein oder zwei runter orientieren. Da müssen wir mal gucken. Ich muss mich auch mal jetzt so langsam an solche Bases hier rantrauen und rangewöhnen. Also das wird sicherlich auch wieder eine spannende Geschichte hier. Wie lange geht das Event hier noch? Das Event geht noch 5 Tage und 11 Stunden. Das heißt, wir werden in jedem Fall den Wochenend-CK hier mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob wir CK durchspielen. Ich glaube nicht. Wir machen ja immer Donnerstagspause. Und mal schauen. Als Nebenevent läuft im Moment der Freeze-Spell-Event. Ich habe auch mal ein paar Freezes ausgebildet, allerdings nur zum Spenden, weil ich mit meiner Farmtruppe nicht unbedingt Freezes brauche. Ich habe jetzt mal 2 mitgenommen. Warum auch nicht? Kann man verbraten, wenn sie so billig sind. Das nächste Event-Ausblick ist Raging Wizard-Event. Aha. Also Rage Spell und Wizards womöglich. Ah, hört sich spannend an. Mal gucken, was das wird. Und jo, das ist eigentlich mal gewesen. Kleines Dorf-Update. Ich habe 3 Bauarbeiter frei. Ist schon echt krass. Denn mein letzter Magierturm ist gestern noch fertig geworden. Ich habe also auch alle 4 Magiertürme jetzt durch. Und muss jetzt mal ein bisschen anfangen, hier wieder stark zu farmen, damit ich die Bobs hier mal wieder unter Arbeit bekomme. Einen lasse ich mir nach wie vor frei, nämlich für den King, beziehungsweise für meine Mauern. Und ja, dann geht das hier voran. Ich werde mal noch, denke mal gleich mal eine Stunde Schub einlegen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem gefallen hat mit den CK RH11 RH10 Angriffen. Wenn das so ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und ich verbleibe dann. Euer Toto Flashback.